Hallo, herzlich willkommen bei Mrs. Fluri. Ich zeige euch heute etwas ganz Leckeres, und zwar wie ihr ein veganes Spiegelei zubereitet. Das ist ganz einfach gemacht, ohne Ei. Ich zeige euch jetzt, wie das geht. Zuerst mache ich mein Eigelb, den Dotter. Ich nehme dafür etwas Kürbispüree. Ihr könnt auch Karottenpüree nehmen. Das könnt ihr aus pürierten Karotten oder Kürbis zubereiten. Oder wenn es mal schnell gehen soll, dann nehmt ihr einfach ein Gläschen aus der Babyabteilung. Ich nehme davon 2 Esslöffel. Dazu gebe ich noch etwas Olivenöl, Senf gebe ich dazu, etwas Schwarzsalz. Wenn ihr kein Schwarzsalz zu Hause habt, könnt ihr alternativ normales Salz nehmen. Durch das Schwarzsalz bekommt es aber speziell diese eierige Note, diese schwefelige. Darum gebe ich etwas Schwarzsalz dazu, Stärke. Alle Zutaten verrühre ich und stelle so mein Eigelb zur Seite. Für mein Eiweiß nehme ich etwas Reismehl. Das bekommt ihr auch im Reformhaus oder Drogeriemarkt. Dazu gebe ich etwas pflanzliche Milch. Für eine schön helle Farbe empfehle ich euch Sojamilch und eine Prise Schwarzsalz oder normales Salz. Etwas Wasser. Alles gut miteinander verrühren. Und dann könnt ihr etwas Öl in eurer Pfanne erhitzen. Und je nachdem, wie groß ihr eure veganen Spiegeleier zubereiten möchtet, gebe ich jetzt einen Klecks von meinem Eiweiß in die Pfanne. Ich mache hier bewusst kleine Mini-Eier und darauf noch einen Klecks von meinem Eigelb. Das Ganze dauert jetzt so für 5 Minuten. Wenn ihr ein großes Ei macht, gebt noch den Deckel auf die Pfanne, damit es gut durchbackt. Aber es sollte wirklich nicht zu fest bräunen, damit es noch so diese Ei-Optik behält. Wenn meine Spiegeleier fertig sind, dann könnt ihr sie einfach so essen. Ich mache mir damit ein leckeres Avocado-Brot. Ich habe mein Brot kurz in der Pfanne angeröstet, darauf streiche ich dünnen Hummus, gebe darauf noch etwas Rucola, Avocado, darauf kommen meine Mini-Spiegeleier, etwas Pfeffer, fertig. Super lecker, perfekt für euren nächsten Brunch, wenn ihr die Gäste überraschen möchtet, die vielleicht auf Ei verzichten möchten. Das Rezept ist auch super für Allergiker geeignet. Probiert es unbedingt aus. Das Rezept mit den Mengenangaben zum Ausprobieren findet ihr in der Videobeschreibung. Welches Lebensmittel soll ich das nächste Mal veganisieren? Schreibt es mir in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Mrs. Fluri.